she sends me goodbye, spring a leap. She bears me, I don't have to sleep. She defends me. Hallo, das Album des Monats, diesmal The Last Waltz von The Band. Das letzte Konzert der Band, die The Band war, um Robbie Robertson, die Begleitband von Bob Dylan. 1976 am Thanksgiving Day, also im November 76, fand das letzte Konzert statt in San Francisco. Und dokumentiert wurde dieser Auftritt von Martin Scorsese in einem berühmten Film, der dann allerdings erst 1978 veröffentlicht wurde. Seitdem gab es immer wieder sozusagen den Soundtrack und auch in einem Boxset auf 4 CDs das Konzert dokumentiert, das viele Stunden dauerte. Also es gab zuerst ein Totan-Abendessen vor dem Konzert und dann wurde bis tief in die Nacht mit Gästen gefeiert, auf der Bühne gespielt. Und unter den Gästen waren eigentlich alle Wegbegleiter aus Amerika, aber auch Eric Clapton aus England, Neil Young war dabei, Joni Mitchell, Bob Dylan selbstverständlich, Van Morrison, der damals in Kalifornien lebte, auch Neil Diamond, doch deutlich anders gekleidet als die anderen, die eher rustikal naturgemäß auftraten. Bob Dylan mit Hut, mit großem Schlapphut. Alle spielten also zusammen, Dr. John auch mit einem überragenden Auftritt mit New Orleans Voodoo-Zauber in sehr guter Verfassung. Joni Mitchell hat einige Songs gespielt, Bob Dylan einige mehr. Am Ende kam Ron Wood und Ringo Starr nicht direkt auf die Bühne. Ringo Starr saß seitlich der Bühne und hat Schlagzeug gespielt. Aber vor allem sind es Auftritte von The Band. Man hört, es seien also reichlich Drogen auch konsumiert worden während des Konzerts, vor dem Konzert auch Alkohol. Man sieht auch, wie befeuert alle waren. Nun gibt es eine Edition, einerseits eine Doppel-CD mit dem Wesentlichen sozusagen. Aber man bekommt doch den richtigen Eindruck nur, wenn man das Boxset, das mir noch nicht vorliegt, das jetzt neu aufgelegt wurde, wenn man das hört, mit fast allen Stücken, auch Proben übrigens zu dem Konzert, wenn man das alles im Zusammenhang hört. Und der Film von Martin Scorsese, The Last Waltz, ist da auch zu sehen. Und das ist dann das gesamte Vergnügen und einen bedeutenderen Auftritt gibt es kaum, jedenfalls keinen längeren. Am Ende war die Band so erschöpft, es war glaube ich 2 Uhr, 3 Uhr morgens und hat dann noch eine Zugabe gespielt, mit der der Film beginnt. Und das alles jetzt also gesammelt, natürlich auch noch zu Weihnachten. Vielen Dank, bis zum nächsten Monat und dann mit der Platte für Januar bereits.